Wie immer liebe Grüße an alle neuen Mitglieder auf diesem Kanal. Danke für euren Support. Was geht ab, Friends? Und herzlich willkommen. Es wird wieder Zeit für Romans. Heute reagieren wir nämlich auf den neuen Romans-Hit, den es auf Crunchyroll gibt. Jeder hat ihn mir gefühlt empfohlen. The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Und wenn ich einen Romans-Anime schaue, dann muss natürlich ein Herr mit dabei sein. Nämlich mein und euer guter Freund Nisekai. Ich bin da, Jungs. Ich bin da. Mit aller Kraft. Denn ich bin ein Kämpfer in Form von Romans und Liebe. Wir sind nämlich beide riesige Romans-Fans. Habt ihr vielleicht mitbekommen bei der einen oder anderen Reaction zu Married Couple oder auch unserem Talk von Married Couple? Und ich dachte mir, wir brauchen einen neuen. Wer könnte besser hier sein mit dir gerade in diesem Moment? Deswegen. Und wir brauchen auch einen neuen Romance-Anime, weißt du? Wir gönnen uns direkt von Anfang an zwei Folgen. Ihr schaut mit uns die Folgen zusammen. Und dann werden wir, wie bei der Married-Couple-Folge, die wir damals gedreht haben, am Ende unsere Meinung mal rausschauen, wie wir das Ganze finden. Aktuell laufen ja richtige Brecher auf Crunchyroll. Also Blue Lock läuft weiterhin, My Hero läuft gerade, dreht durch. Wir haben da wirklich, also da sind eine Menge Anime, die durchgehen. Auch Vinland Saga läuft ja auch auf Crunchyroll, nicht nur auf Netflix. Und da ist natürlich die Frage, ob so ein, ich sag's mal, Anime, der nicht so auf dem Radar ist. Ach, der läuft in der Season jetzt? Ja, ja, der ist aktuell. Ah, ja, weiß ich doch. Der ist aktuell. Es gibt aktuell nur 4 Folgen oder 5 oder so. Deswegen schauen wir uns nicht wie Married Couple, weil Married Couple hat uns gebrochen wöchentlich. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite brauche ich das auch wieder. Aber du musst erstmal, Daniel, guck mal, Megore, du musst erstmal in den richtigen Modus kommen hier. Guck mal, ich bin hier schon passend zum Anime, weißt du? Ah, dann, du meinst, ja, richtig. Ja, weißt du, was ich meine? Wie wär's? Abracadabra, Simsalabim. Wow, wir sind da mit dem blauen Modus, denn unser guter Typ hier ist anscheinend eiskalt. Ich weiß nicht, in welcher Hinsicht. Ice Guy ist er auf jeden Fall. Wir gehen rein. The Ice Guy and Chinchao. His cool female colleague. Sieht schön aus. Ja, sieht wirklich schön aus. Ist das direkt das Opening? Begegnung unter den Kirschblüten. Hawaii. Oh, sieht schön. Und er ist Gojo. Er ist süß. Das Opening hat einen Vibe. Ich habe noch nie einen Anime gehabt, der direkt mit einem Opening anfängt. Es hat auch so voll den chilligen Vibe. Also sie sehen schon süß aus. Auch sie sieht aber schon so cool aus. Hey, 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 hey. Daniel, ich glaube, du fühlst zu sehr. Also ja, Animation ist ja schön und so. Hey, der sieht aber ehrlich voll schön aus. Oh, ich liebe Kirschblüten, ne? Einmal zur Kirschblütenzeit in Japan sein. Einmal überhaupt in Japan sein. Du warst schon 10 Mal. Okay. Nicht ganz okay. Eine Neko. Neko. Starker Synchronsprecher. Eine Businessfrau. Direkt sympathisch. In eine Richtung können wir noch mal uns unterhalten. Okay, ich bin gespannt. Ich habe richtig Bock wieder auf Romance, ne? Ich habe so Bock auf Romance gerade. Ich muss mich drauf einlassen. Aber die Animation ist clean. Gerade sieht wirklich aus wie bei Your Name. Ja, so ein Filmanimation, ne? Aha. Ach, sie ist so eiskalt, okay. Ja, nee, oder? Doch. Die meinten gerade, sie bringt nichts aus der Ruhe und so. Ja, okay, okay, ich verstehe, was du meinst. Die Animation ist sick. Boah. Hm. Yuki? Die Musik ist cool. Daijoubu. Desko. Ano. Hast du eingefroren? Kyo Nyusaski nan desu ga. Kinchou shite. Seine Beine sind eingefroren. Ashi ga kori. Wie dumm. Kinchou shite ashi ga susumanai. Nante koto wa aru kamoshirenai. Ist das jetzt ein Symbolbild oder ist er konna butsuri tekniku? Nee, ich glaube, er ist buchstäblich. Ja, okay. Ach, dann hat er vielleicht so eine Art Superkraft. So da. Ja, komm, hier, My Hero Academia, hab ich genug von. Hä? Gibt ihm jetzt ein... Moimi. Ah. Ah. Oh, die Musik ist dabei so
angenehm. Ja. Ocha? Nomimasu? Oh. Jasmin-Tee oder sowas. Nanka. Oder auch einfach simpler grüner Tee vielleicht. Ja, einfach Tee, der grün ist. Oh, warte. Was passiert da mit dem Eis? Ore, jitsuwa, Yuki-onna no hatsue deshite. Meint er das jetzt richtig? Also wirklich? So, Schneef? Kanchou-deki ni naruto. Also. No matsue no hito tte. Ein Yokai, einem Geist so. Ja. Von für sie ist das so normal, weißt du? Ja, ja, sie reagiert so, als ob das so... So, eine Schneefrau. Ah, ein Fußballer, okay. Ah, okay. Dareka to deaeru. Hare mo suki de. Sag mal, ist er jetzt ein kompletter Eiszapfen? Ob er wohl auch sein Eis... Okay, ja, vielen Dank für den Tee. Ich finde sie süß, aber ich verstehe noch nicht so genau... Die Story habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber... Was der Mangaka genommen hat. Bis jetzt ist gerade süß. Aber animationstechnisch muss ich sagen, ist das hier hohes Niveau. Ist süß, ja, safe. Sieht sehr schön aus. Am Ende, die sind jetzt Kollegen. Sie war eine gute Schülerin. Ja, aber so ein bisschen kalt. Festgefroren. Hat sie sich verguckt? Ja, natürlich bist du doch nie so einer Person begegnet. Der kann Eis erzeugen. Ja, guck mal, er stammt von der Schneefrau ab. Das ist normal. Sag mal, hätte sich Seven Deadly Sins oder so nicht ein bisschen Animation abgucken können? Ach, ich seh's doch jetzt schon kommen. Die arbeiten doch nebeneinander. Wie kann das sein? Was? Du hier? Was machst du denn hier, Mann? Elsa? Oh. Deine Mama war doch die Schneefrau. Ja, die Frauenquote. In jedem Film wäre es so. Oh mein Gott, du hier? Ja. Sie? Wir arbeiten nebeneinander? So, ach so, ja. Wir arbeiten also nebeneinander. Oh oh, er wird nervös. Ach, das ist so in der... Ach so! Okay, wir sind in einer Welt, wo Magie existiert. Ja, aber weird, Magie, was kann sie denn jetzt? Ein Nachkommen eines Fuchsgeistes. Ach so, ich dachte, er wäre so ein Einzelfall. Keine Ahnung, aber dann hätten die das auch irgendwie besser uns introducen können. Sie ist einfach ein Mensch. Komori desu. Aha. Nanika no matsue desu ka? Ah, ja, desu. Ey, Kollege, halt dich mal hier fern. Er ist einfach vom Buddha, der Nachkomme vom Buddha. Ja, ja. Daibutsama butsudou desu kara. Wobei doch, dann habe ich Fähigkeiten. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ist schon süß, oh nein. Sie ist süß, weil sie hat, glaube ich, keine richtigen Freunde. Oha, wo wohnt er bitte? Boah, der hat auf jeden Fall Geld. Der ist einfach ein Genshin Impact. Oder? Guck mal, beide sind so süß. Der ist Genshin Impact einfach. Ich frage mich, wenn der jetzt auf so einem Date ist oder so in so einem... Jetzt, was geht? Also gibt's dann irgendwie Hurricane? Doch der Arme. Oh mein Gott, das ist ja voll traurig. Der ist der kleine Bruder einfach von Satoru Gojo. Plus den Wack. Nyamero. Er versucht ihm jetzt eine Blume zu organisieren, die er anfassen kann. Streu? Ach, Stroh. Furutsuki-san. Ist Stroh eine Blume? Streu? Hä? Shimo de shokubutsu ga kareru no fusei de kureru. Sugure mono. Ah, okay. Furutsuki-san. Gleich kommt ein Eissturm. Gleich kriegt ihr so eine Frostbeutel. Bam. Ja. Tschüss.
Ich finde süß, dass die beide sich irgendwie mögen, aber trotzdem so höflich noch zueinander sind. Ja, die kennt sich auch nicht. Okay, oh Gott. Er ist schon, man muss schon sagen, er ist auch Smash. Ja, so nicht. Guck mal, wie süß er ist. Ich mag ihn, er ist cool. Der ganze Anime hat bis jetzt noch keine Struktur, aber es ist irgendwie süß. Ich checke gar nicht. Guck mal, der ist so süß. Er guckt sich Katzenvideos an, um sich zu beruhigen. Jetzt Achtung, Stillstuhl. Oh, cool. Wenn der nervös wird, Weltuntergang. Was hat sie jetzt für ihn? Sind das Schnurrhaar? Hige? Sie gibt ihr das so, als wäre es so ein Ring. Willst du mich heiraten? Wo haben die diese Zeit? Ich finde es süß, dass sie an ihn so viel denkt. Ja, die hat ja keine Freunde und so, ne? Hey. Du hast keine Freunde. Ich glaube, erste Folge ist so richtig random. Ich glaube, in Folge 2 werden wir ein bisschen mehr Story. Glaubst du? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das der Anime ist, wo jetzt die kranke Story kommt, dass die... Ich glaube, da kommt noch eine heftige Story. Sie ist deine Mutter. Also ich muss eine Sache auf jeden Fall hier befürworten. Musik ist cool, Animation ist sehr cool. Ja, aber der Rest ist noch ein bisschen weird. Und die beiden Charaktere sehen cool aus. Ja, ja, das ist safe. Guck mal, jetzt überlegt, ob er für sie was Nettes tun kann. Ach, kann er kochen? Also nein, er hat es gekauft. Okay, was war das? Ich glaube, er hat ihr Herz erobert. Oh, wie süß, die merken sich beide, was der andere mag. Das ist voll süß. Der hat seine Kontakte, du merkst. Ich glaube, der ist um die ganze Stadt einmal rumgefahren. Oh. Das ist schon süß. Aber seine Fähigkeit ist eigentlich cool, könnte er sie kontrollieren. Aber ich will auch schon ein Zuhause haben. Aber dem geht's gut. Oh nein, guck mal, er hat Heu dahingestellt und wenn ihm kalt wird, dann werden die Pflanzen nicht angegriffen. Hat noch nie jemand gesagt, ich liebe es, ein Erwachsener zu sein. Ich mag das auch. Okinawa. Okinawa? Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Aber warum? Oder es ist ja auf einmal Regen, also... Das war's? Das war die Folge? Hä? Es ist nichts passiert. Es ist original nichts passiert. In dieser Folge wurde geschenkt Stroh, Katzen, Schnurrhaare und Getränk und Essen. Cool. Wir gehen in Folge 2 rein und entscheiden uns dann, wie das ist. Ja. Yeah. Oh, 4 Tage. Weißt du, was das heißt? 4 Tage mit ihr zusammen. Du, ja, wenn wir hier bei Married Couple würden wir denken, oh, da passieren aber... Bei Married Couple oder? Wäre Badeanzüge. Könnte doch noch interessant werden. Ich glaube, der braucht einen Föhn oder so. Ich glaube, der braucht seelische Unterstützung. krass, wie ist es im Sommer für ihn? Geht's ihm da nicht gut, weil er da nicht... Problem? Er freut er sich, oder was? Ach so! Oh! Jetzt ist sie traurig, weil sie will, dass er mitkommt. Guck mal, die ist wirklich sehr hübsch. Ihr müsst die Dinge in eurem Leben genießen. Wie ja. Am Meer sein. Ne. Und so. Guck mal, wie süß. Oha, die Katze. Ich check gar nicht, um was es geht. Aber ist okay. Der Anime ist voll random. Ich glaube, es kommen noch ein paar andere Pärchen. Ist das seine Schwester? Ist das Emilia?
Ist das deine Schwester? Okay. Und wenn ja, vielleicht gibt es doch Liebesdreiecke. Ah, Kissixis. Okay. Sehr süß. Ey, ey, ey. Ich glaube, die lade ich mir runter in meine Playlist. Jetzt guck mal her, mit seiner Kappe. Ich dachte, ach so. Stimmt, da war ja Ayakashi was. Triangle ist mehr edgy. Ja, warum haben wir den nicht geguckt, Mann? Ey, der Song hat voll Jam. Was ist das? So ein Sonnenhut? Nee. Oh nein, das Wellengeräusche. Eine Surftrommel. Surftrommel. Die denkt so viel mit. Ja, die ist voll cool. Ich will auch 100.000 Euro, aber keiner denkt bei mir mit. Das ist sehr süß. Ach so, damit er trainieren kann. Oh mein Gott, was ist das für ein Shot? Screenshot, Screenshot. Wallpaper. Kawaii. Ich beginne mit dem Training. Macht einen Geist. Ey, okay, er macht eine Atemtechnik aus Demon Slayer. Ich dachte, wir sehen, wie sie badet. Okay, chill mal. Bruder, er macht Rotobaki. Let's go, Bro. Du schaffst das. Ja, Mann. Ey, 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 guck mal, Treppen hoch. Besser, was Mann. Yeah. Screenshot. Süß. Bruder, was ist das für ein Haus? Oha! Das ist ein Hotel. Guck mal, er ist so richtig so. Ja. Alles ist so schön. Jetzt mal ehrlich. Ja, ehrlich. Wie viel Geld haben sie da rein investiert? Ich glaube, vielleicht haben die aber einen falschen Anime. Oh, so der Löwe ist wirklich in der Mitte süß. Nick! Mehr Momente als in jedem anderen Romance. Ehe. Ich habe gerade Shisha geredet. Hey, du willst nur das lesen, was du sehen willst. Ich helfe ihm mal aus, Alia, Shisha. Bruder, auf einmal. Bruder, aus deinem Budget hatten die Manga-Anime? Ich weiß jetzt, wieso UFO-Table für andere Sachen keine Zeit hat. Ich weiß, warum Attack on Titan jetzt 3 Parts hat. Ja, natürlich. Natürlich, Mann. Dir ist auch was gegönnt. Oh, oh. Nicht, dass das für ihn ein Problem ist. Ein Rekord. Ein Rekord. Der Mann, er ist tot. Ich finde cool, dass der Löwe symbolisch umgefallen ist. Ja. Was braucht er? Eiswürfel oder was braucht er? Ja, irgendwie sowas. Komm, wie er rennt. Ja, wie warm ist denn das da? 70 Grad? Bruder. Haben Sie Eiswürfel? Außer Betrieb. Die sind einfach eine McDonald's-Filiale geworden. Scheiße, Mann. Eismaschine ist kaputt. Bei Mac ist immer. Immer, jedes Mal. Ich sag dir, wie es ist. Ich werde den weiterschauen. Aber irgendwie. Ich werde ihn trotzdem weiterschauen. Ich will wissen, was da geht. Und oh, sie erinnert sich. Wo mag er nur sein? Die Musik! Hätte der noch ein bisschen tiefer, der Anime? Dann wäre er krass. Weil aber alles überzeugt mich. Mich überzeugt alles, außer noch die Story. Du weißt doch jetzt, wo er ist. Da lang. Sie hat sich einfach einmal im Kreis gedreht. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Er wird ein kleiner Junge. Oh nein, ist der süß. Aber ist es jetzt pervers? So. Boah, seine Stimme ist voll cool. Der ist dann ein Kind.
Kenshou-ni-derare-nai-shi. Er war ja als Kind der unnormale Playboy. Ich würde aber mal behaupten, er hatte nicht so viele Ladies. Hey, wie dumm er ist. Kann er doch ins Wasser springen. Ja, Wasser wird doch auch warm. Ja, aber wärmer als aus. Er ist ja unnormal hübsch. Warum leuchten seine Augen so? Warte mal, denkt er sie rennt durch den Dschungel oder was? Bei 2 Kilometer. Hin und zurück, 4. Das ist gar nicht gut. Oder er stirbt. Die Süße. Die macht richtig Sorgen. Smart. Oha, sie hat mitgedacht. Wenn du weiter darüber nachdenkst, dann könnte das auch deren Sohn sein, vielleicht irgendwann. Vom Aussehen her. Aber dass es so normal für die alle ist. Ja, naja, ist halt eine andere Welt, ne? Das ist eine coole Fähigkeit eigentlich. Nein! Die ist doch, ja, die ist voll... ein bisschen klein. Was bringt mir das? Kino weniger bezahlen. Du kannst Flüge buchen für Kinder. Filmen, die du willst. Du kannst auch wieder in die Kinderabteilung hin. Sie streichelt ihn. Also ich werde ihn safe weiterschauen. Habe ich gerade beschlossen. Das wird so ein Anime für mich, wenn ich abends im Bett liege. Oh oh, und jetzt streichelt sie ihn, obwohl er erwachsen ist. Jetzt wird's noch süßer. Jetzt rutscht die Hand runter. Was? Oh. Hallo, das ist nicht die Art von Anime. Mann, Dani, wo hast du mich hier gebracht? Christo. Smash. Sag ich wieder. Das hat mich erschreckt. Warum gibt es zufällig immer an diesen random Orten Riesenfeuerwerke? Und immer bei Romance-Anime. Damit beide so nebeneinander stehen und so machen. Ah. Boah, Plot-Twist, sie bringt alle um. Auf einmal Plot-Twist? Plot-Twist, er Serienmörder. Auf einmal so, guck mal hier, zack. Pum. Einfach your name. Kimi no Nakamashi. Ja, guck ihn doch nicht so an. So von unten und so. Oh, die machen jetzt ein Foto. Und die beiden stehen so nah bei... Und jetzt guckt er, er wird in Zukunft immer dieses Foto sehen und auf sie gucken. Wie schön. Hast du jetzt noch ein Selfie? Oh. Oha, nie! Bei keinem Foto dieser Welt kommt ein Feuerwerk so aufs Bild. Auf gar keinen Fall. Hat sie ein Foto gemacht? Du Dreckige! Die Kleine! Du Dreckige! Guck mal, sie hat ein Foto! Der ist so süß. Der ist so unschuldig. Der darf kein Anime sein. Wenn man bedenkt, was es da draußen noch für Anime gibt. Das Ding ist, wir beide... Dieser Anime ist Zucker. Der erste Eindruck ist mega süß. Der Anime, der ist auch super süß. Ich finde den auch krass. Der ist so unschuldig, der könnte gar nicht mehr zu Anime zählen. Aber um was... Das, ich checke nichts. Ja, ich checke auch noch nicht und ganz. Und warum sieht er so krass aus? Animation? 10 von 10. Musik? 10 von 10. Story? Ich weiß nicht. Aktuell? Ehrlich? Ich verstehe nichts. 3. Süße Momente? Süße Momente? 10 von 10. Also, wenn der Anime nur ein bisschen mehr Story bekommt, in irgendeiner Weise, es reicht schon, wenn diese süßen Momente eine Story irgendwie bekommen. Weil aktuell verläuft das so. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wie helfe ich ihm? Oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Wie helfe ich ihm? Und bei beispielsweise Married Couple gab es direkt überzeugende Argumente, die einen dazu gebracht hat, weiterzugucken. Also, ich werde den Anime auf jeden Fall weitergucken. Ich werde darüber am Ende der Season auf jeden Fall einen Talk machen. Ihr werdet dann sehen, ob das Ganze mir am Ende auch gefallen hat. Aktuell muss ich sagen, gefällt er mir sehr. Die Story fehlt ein bisschen, aber der Rest super sweet. Das war's von unserer Seite und schaut gerne auch bei Nick vorbei. Falls euch solche Videos gefallen, abonniert den Kanal, liked das Video, um das Ganze zu pushen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nick rein und...
Bye!